habe zu viel zu tragen. Das ist doch doof. Besonders Wolgraf. Ne? Der stirbt sowieso immer. So, gucken wir mal, dass wir die mal aufkratzen hier. Ich fühle mich echt wie so ein Priester, weißt du, der einfach ständig Wiederbelebung einziehen muss. Wenn die alle hinfallen. So, ein Level-Up haben wir auch. Du, ich muss mal in die Stadt. Ich komme gleich wieder. Verlauf dich nicht. Grüß schön. Achso, du nimmst uns mit. Achso. Was? Ja. Warum denn das jetzt schon wieder? Weil du uns mitnimmst. Ich weiß ja auch nicht, warum. Das versteht einer auch nochmal, ne? Manchmal geht's nicht. Das ist ja dieser Kassier. Wolgwaff ist mit seinem Teleport auch am Arsch der Welt gelandet hier. Zwar ein Sizeal, aber irgendwie separat von allen anderen. Ja, da ist vielleicht ja findest du ja auch noch jemanden, der den Seeleuten vielleicht einen Job geben will. Und wo? Keine Ahnung. So. Ja, ich probiere es. Denk doch mal einer an die Seeleute. Nö. Oder? Ein Herz für Seeleute. Ja, nee, also irgendwann ist gut, ne? So, Madame, kommen Sie mal her und kaufen meinen ganzen Schrott. Now, where is my Pepper? Did it sprout legs and run away? Ah, sir. Oh, nee, nicht die Pepper-Tante. Ach, nee. Doch, natürlich. Ach, nee. Die habe ich ja überhaupt nicht vermisst. Doch nett und zuvorkommt. Ja, und auch nur so ein bisschen nervig. Sind alle nervig hier. Nein. Chips, Cheese. Hast du nicht gesehen. Besonders immer schön, wenn wir auch noch eine Pause haben und dann stehen wir irgendwo mitten auf dem Marktplatz oder so. Mhm. Immer wieder Spaß für die ganze Familie. So. Oh, wir können Attributspunkte verteilen. Das ist schön. Ich habe deine Armbrust, die kannst du dir mal angucken, aber ich glaube, die ist nichts für dich, aber ich gebe sie dir trotzdem. Kann. Aber großzügig heute. Ja, ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Gewöhne ich nicht dran. Passiert nicht wieder. Ja, nö. Liegt einfach nur daran, wie gesagt, dass die wieder 5 AP hat und das. Ja, ja. Lohnt sich dann nicht. So kann ich gar nicht genug Zeit verplempern, wenn ich immer nur einmal schießen kann, anstatt zweimal. Ne, dann. Mein Zug künstlich allein schon länger. Gleich verkaufen. Mhm. Ist wahrscheinlich, hätten wir sowieso, jetzt müssen wir ja für Ausrüstungsmaterial, wenn man was kaufen möchte, ja glaube ich sowieso in die andere Stadt, ne? Ich glaube ja. Weil ich glaube, hier verbessert sich das jetzt nicht. Frau wieder mit ihren Scrolls, ne? Ja, ja. Das ist doch die Beste, oder nicht? Ich hab die Pfeffertante. Es ist auch nicht viel besser. So. Und bei Talentverteilung kannst du überlegen, ob du einen Punkt in Geomant halt reinsetzen willst. Weil, wie gesagt, ich hätte ja sonst hier eine Spinne für den Notfall. Schauen wir mal. Versprech nichts. Ah, okay. Ich brauche also noch einen Punkt. Frontkämpfer für Meister. Okay.
Stufe 3 würde reichen, aber nö. Okay. Das war's, ich bin tot. On the mend. Divine is veggies. So, gebe ich jetzt mal Wolkraf ein bisschen Konstitution? Das wären 70 Lebenspunkte. Nö. Gewandtheit für mehr Schaden. Obwohl, ja, so viel mehr Schaden macht es jetzt auch nicht, ne? Ja, mache ich denn jetzt einen Scharfschütze, damit ich die Meisterdinger habe? Da hast du einen Scharfschütze auf 3. Mhm. Das reicht nicht. Du musst es auf 4 haben. Habe ich nämlich gerade mit Frontkämpfer gemerkt. Dafür hast du dann 6 Fähigkeiten, okay. Mhm. Jahan ist hier der mit den höchsten Primärattributswert. Weil seine Zauber sind ja dadurch halt wesentlich mächtiger. Der braucht eigentlich gar nichts anderes. Eigentlich. Eigentlich. Also einen Geomant, sagst du? Mhm. Dann kannst du auch eine Spinne beschwören. Ui. Da musst du halt wissen, ob du das halt willst. Ich denke mir halt so in erster Linie, ja, Kanonenfutter ist Kanonenfutter. Aber ab wann, ne, sind es zu viele Spinnen? Gibt es zu viele Spinnen? Ja, nö. In meiner Küche. Hm? Okay. Dann gehe ich jetzt gleich noch irgendwo verkaufen hier. Dann bin ich jetzt gleich auch durch. Ich komme da nicht von weg. Ich habe jetzt auch meinen Dreizack abgelegt. Bin jetzt doch wieder beim Zweihänder. Weil mehr Schaden ist mehr Schaden. Ey. Ein Punkt Schnelligkeit habe ich halt jetzt geskillt. Dadurch habe ich halt mehr Attributspunkte. Ich brauche aber auch wiederum wieder mehr Attributspunkte für halt die Waffe, weil wegen Stufenunterschied irgendwie. Aber wird schon irgendwie. Hoffe ich. Du meinst, du hast das alles durchdacht, ja? Nein, ich denke da grundsätzlich nicht viel nach. Ich mach's einfach. Du machst das einfach und dann merkst du, Scheiße, was habe ich da eigentlich gemacht? Genau. Okay. Genau so ist es und so wird es halt auch immer sein. Gut, ich bin fertig. Bin auch fett am Verkaufen, ja? Die hat gar nicht so viel Geld. Ja, warum gehst du auch hier hin? Hat drüben auf dem Marktplatz überhaupt noch jemand Geld? Ja klar, gibt's Leute mit 5000 oder so. Außer die Schriftrollentante da, die Zaubertante. Okay. Die hab ich leer geräumt. Aber sonst, ja, doch. Mhm. Ich hab auch jetzt Tauschen 2 Stufen, also, ne? Am besten gib mir alles, ich krieg da mehr für. Du schuldest mir erstmal ein bisschen was, das kannst du erstmal schön, ne? Ja, das kann ich besser reinverdienen. Ja, nur, ja, ja. Wenn du mir diese tollen Sachen gibst. Ja, ja, guck mal, die hat allein 6000, die Frau hier. So, das hier. Was habe ich noch? So Schädel, die brauche ich ja eigentlich auch nicht, ne? Leicht. Wolle. Eisenriss hebe ich mir auf, falls wir tatsächlich irgendwie in Spielekunst noch großartig was machen. Ich glaube hier irgendwie fast nicht. Apropos, ich wollte doch was mit dem Leder testen hier. Dann testen wir was mit dem Leder. Leder und ein Messer. Was passiert denn dann? Ich habe auch wieder zahlreiche Pfeile, die ich dir einfach mal rüberschicke, ne? Mhm.
Hast du jetzt Geomant geskillt? Ja. Dann kriegst du auch die Spinnenfähigkeit. Granaten, obwohl bei Granaten, die gebe ich dir immer sehr ungern, ne? Weil du damit in der Vergangenheit meistens uns getötet hast. Ah, nicht. Wohl. Ich will doch nicht immer solche Unwahrheiten. Nee, ich hab's ja nur auf Video. Wie ich uns je, umgebracht hätte. Niemals, ne? Da nicht, wie das geht. Ja. Ich weiß auch so viele Dinge nicht, wie sie gehen. Ich tue sie trotzdem. Ich hab einen Rucksack kreiert. Interessant. Das hast du toll gemacht. Ja, man muss ja gucken, was so geht. Ja, fortunately for you, my homebrew tinctures will do the job. Or if you're in the mood for something a bit more electrifying, one of my air scrolls might give your. Man muss das ja alles mal austesten. Zum Beispiel, was ich auch immer aus Eingeweiden machen kann. Kann ich die Eingeweide denn mit dem Messer zerteilen? Warum ich das auch immer möchte, halt, ne? Aber das ist ja zweitrangig. Gut. Ihr Text ist auch herrlich. Eingeweide, ne? Die gleiten durch eure Finger und hinterlassen schleimige, übelriechende und sonderbare Wärmerückstände. Mm. Moment, warum fasst er sie überhaupt an? Ja, so muss es doch sein, oder? Ja. Mit jetzt, ne, mit einem Geweih und einem Messer habe ich niederschlagende Pfeilspitze hergestellt. Uiuiuiui. Das muss man ja wissen. Ich zerteile jetzt einfach alles immer mit meinem Messer hier gerade und guck, was bei rumkommt. Ich habe ja auch noch so einen stinkenden Schal von irgendwem. Warum hast du denn sowas? Weil du mir das rübergeschoben hast. Aber vielleicht kann man das ja noch mal für irgendwas benutzen. Boah. Ich sehe das jetzt erst, ne? Ich habe hier so Silbererz und Eisenerz und sowas halt in der Tasche. Mhm. Das wiegt so sau viel Zeug. Ne, das also, wiegt halt 10 Kilogramm pro Erz. Also verhökert das gleich. Weiß ich nicht. Und so ein Blutsteinkäfig. Ach ja, den brauchen wir für Tenebrium. Ja, eigentlich müsste ich halt mal, ne, gucken, wie es halt mit Schmiedekunst hier genau geht. Halt nur haben wir irgendwie keine funktionierende Schmiede. Die war doch bei dem anderen Typen. Den wir doch dann mit seinem Haustier gerettet haben. Dann müssten wir da gleich nochmal hin. Können wir sowieso nochmal gucken, ob wir ein paar Wiederbelebungsrollen kaufen könnten. Ich weiß auch immer noch nicht, für wen Joshuas Gewürz ist, was ich habe. Ich weiß auch nicht, was ich mit meinem Bierkrug machen soll. Voll machen? Nee, das ist so ein niemals leer werdender Bierkrug, weißt du? Leer machen? Ein niemals leer werdender Bierkrug. Du musst halt herausfinden, wie der leer wird. Jetzt bin ich betrunken, na toll. EZ. Aber das mit Erfolg. Schön, wie die Kamera da so am Schütteln ist. Mehr. Okay. Also auf nach Silbertal. Na, da will ich nicht hin. Hier geht's nicht nach Wollen. Ich will nach Silberwald. Das ist aber in einer anderen Welt. Was haben wir für denn da? Ach, ich weiß auch nicht. So, Schneeauffangen, Museumsbesuche, aber. Mich auf dem Friedhof darstellen. Ah, okay.
Aber ich kann ja auch nicht den Brennofen hier einfach benutzen, ne? Doch, kann ich. Ja. Also da ist halt so ein rotes Icon drauf, ne? So wie... Du darfst nicht. Aber anscheinend... Ah, okay. Darf ich nicht. Oh. Weißt du, wir helfen dem, aber benutzen... Nee. Hat er jetzt gesagt nein? Hat er gesagt nee. Arschloch. Kleiner Drecksack, Elendiger. Geht um. So good of you to drop by, my liege. As always, der hat auch Geld. Das hat bestimmt nicht drauf, wenn wir ihn töten. Oh. Das fand ich in dem Punkt ein bisschen besser in Fallout. In Fallout war es immer so, halt, wenn sie halt irgendwas zum Handeln hatten, sei es Geld, Items und so weiter, wenn sie die Person da umbringst, haben sie dann auch tatsächlich als Loot dann das, was sie halt im Inventar gehabt haben. Mhm. Was ja auch ein bisschen Sinn macht. Aber nur ein bisschen. Quite a fine skeleton beneath that hide of yours, isn't there? Yes, a lovely, sturdy thing. I bet it'll last 100 generations. Ich bin da mal dick. Wohin denn? Zu der Tante. Ich habe mir gerade noch ganz teure Items gekauft. Was hast du schon wieder gekauft? Und viele Legendary Items. Aha. Und ich habe jetzt die Fähigkeit Regeneration. Das heißt, du kannst dich selber heilen? Mhm. Oh, endlich muss ich den nicht mehr heilen. Ein Gewandheitsamulett. Kostet auch nur 3000. Hallo. Endlich kann er sich selber heilen. Das Leben hat wieder einen Sinn. Was hast du für ein Amulett? Ich habe ein Amulett, was mir ein Gewandheit bringt und 20 Nahkampf zurückgibt. Also jetzt nicht sonderlich toll. Na ja gut, das, was sie da hat, ist halt auch nur ein Gewandheit drauf, nicht. Guck ich nochmal, ob ich hier irgendwie was Tolles finde. Das Einzige, was da drauf ist, ne, ist halt die Fähigkeit Luftschild. Hm. Nur ob man das jetzt braucht, ist natürlich eine andere Sache. Ja, es ist halt genauso toll wie mein Feuerschild, ne? Und du weißt ja, wie toll das war. Hm. Du hast es noch nicht genutzt? Doch, habe ich. Nicht anständig. Es war bei den Feuerelementaren. Und es hat mir eigentlich genau nichts gebracht, weil ich bin zwei Schritte gegangen, war tot, weil ich in der Feuerkürze drin stand. So viel zum Thema Feuerschild. Hm. Gut. Also im Prinzip haben sie nichts super Tolles. Hast du das denn jetzt rausgefunden, wie das mit der Schmiede funktioniert? Nö, ich darf seine Schmiede ja nicht benutzen. Die sind aber nicht nett, ne? Nee, die sind überhaupt nicht nett. Ich bin dafür, wir gehen hier irgendwann und machen einen Radikalschlag. Duftrolle des Verzauberns. Na mal mit Alfie reden, wie es dem so geht. Genauso schlimm wie immer. Jetzt kann ich dem sogar fragen. Und wie geht's euch, Alfie? As we say in our homeland. Ja, ich bin weg. Und wie geht's, Alfie? Der erzählt noch. Achso. You don't have a leg to stand on. Man muss ihm ja auch mal ausreden lassen. Ja, ja, natürlich. Och, es geht ihm gut, sagt er, ne? Bedankt sich da für die Nachfrage. Seine Wunde verheilt anständig. Er wartet darauf, was? Dass er vom Lasttier zur Hauswache befördert wird. Okay. Bessere Arbeitszeiten, besseres Essen, weniger Gepäck schleppen. Mhm. Das wird bald meine Zukunft, aber noch den hat er halt nichts. Mit dem kannst du sogar handeln. Dein Schuppenstück. Und leere Granaten.
gucken, das kann man bestimmt irgendwo mit verbinden. Nehmen wir mal mit. Jetzt hat er 34 Gold. Frage ist nur, was ihm das bringt. Ich gebe hier mal wieder ein bisschen Geld aus. Irgendwas muss ich auch tun hier. Tun? Was tun? Ja. Warum denn dieses? Naja, weil wegen, ne, Wirtschaft ankurbeln und so. Steigerst du das Bruttosozialprodukt? Ja. Geil. Habe ich jetzt eine neue Rüstung? Ist ja grundsätzlich nicht so verkehrt. Also in den meisten Fällen zumindest. So, und Jahan kriegt einen neuen Gürtel mit mehr Initiative drauf. Das heißt, unser Möchtegern Heiler, Buffer, whatever, ist ein bisschen zügiger mal dran. Auch einer von denen, den Sarong, einen noch mit 25 Leben plus. 25 Leben plus, ja. Ja, gebe ich mal Volkov. Kann man das nicht verkaufen? Kannst du einen alten Hammer verkaufen? Ui. Und wie bist du jetzt an Regeneration gekommen? Hast du ein Item, was das. Ja. Ah, okay. Mein jetziger Sarong gibt mir 15 Luftresi, 2 Initiative und die Fähigkeit. Das ist nicht verkehrt. Kann man machen. So, wollen wir zurück in die Schneewüste? Ich kaufe ja auch keinen Schrott. Also nicht. Sollst nicht mit den Bediensteten hier reden. Aber die haben wenigstens Geld. Ach so. Ne, muss ja weggehen. Ja, aber der eine hat ja auch noch Geld. Ja. Hier, komm mal mit. Der auf der anderen Seite hier einzeln sitzt hier. Ja, der war ja aber die ganze Zeit beschäftigt. Gar nicht wahr. Der gute Mensch. Vielleicht ein bisschen. Wo ist denn der noch mit? Da. Den Fähigkeiten hier. Für den noch irgendwas Tolles, was man unbedingt braucht. Meister habe ich ja noch nichts. Viele von den meisterhaften Fähigkeiten finde ich persönlich, aber halt auch eher so mehr. Ich hab dann so eine Art AOE-Angriff. Zum Beispiel, der dann halt angeblich 16 Pfeile abschießt. Und jeder Pfeil soll 47 bis 80 Stichschaden machen. Ich habe jetzt, dass ich Nahkampfschaden reflektiere als Stichschaden, 20% davon. Das ist nicht verkehrt. Kann man machen. Dafür, dass du vorne stehst, ne? Ich habe jetzt auch keine Bewegungseinschränkung mehr. Also jetzt nicht mehr im roten Bereich zu zahlen. Mach's dich langsam. Ja. Ich werde hier noch zum Profi und so. Nein. Nur verstehe ich halt noch nicht. Ah, jetzt verstehe ich. Oh Gott, er versteht. Ja, ich sehe jetzt erst unten, dass halt, ne, meine Waffe zum Beispiel Eigenschaften Stufe 13 hat. Und dass ich deswegen ein AP mehr verbrauche. Nein! Doch, habe ich vorher halt unten überhaupt nicht drauf geachtet, weil, ne? Leute, er lernt. Ich lerne dazu. Wahnsinn. So, sollen wir uns auf die Biege machen hier? Ach ja, ja. So, wie ist denn das hier? Fieberheim, ne? Nee. Gefrorene Wald, doch, ja. Das war's für den Tod. Oh. Wie überhaupt? Da unten war sie hoch. Das heißt, wir haben da zwei Wegpunkte auf der Karte, die haben wir anscheinend beide noch nicht erkundet. Ja. Dann gehen wir doch mal zu dem einen da vorne geradeaus hin.